Dürfen wir schon anfangen? Ja. Okay, wenn das Mikro an ist, dann dürfen wir anfangen. Schön, dass so viele von Ihnen gekommen sind. Ja, herzlich willkommen am letzten Tag und bei der letzten Veranstaltung, einer von mehreren, aber um 18 Uhr, beim diesjährigen mittlerweile dritten Humanities Festival in Wien, das sich heuer dem Generalthema Macht und Ohnmacht gewidmet hat. Mein Name ist Lisa Nimmervoll, ich bin Innenpolitikredakteurin bei der Tageszeitung Der Standard. Und ich freue mich sehr auf meine heutige Gesprächspartnerin, denn wir wollen jetzt über die Macht der Sprache sprechen. Und dazu haben wir uns wohl die Expertin schlechthin geholt, Frau Professorin Ruth Wodak. Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind. Wiewohl Ruth Wodak natürlich allen von Ihnen ein Begriff ist, möchte ich Sie doch kurz ein bisschen ausführlicher vorstellen. Sie hat eine sehr weltläufige Biografie. Sie wurde in London geboren. Die ersten drei Jahre der Grundschule hat sie in Belgrad, damals noch Jugoslawien, verbracht. Ihr Vater war Diplomat, die Mutter Chemikerin. Die Familie kam danach nach Wien, wo Ruth Wodak maturierte und anschließend Slawistik, osteuropäische Geschichte und Sprachwissenschaft studierte. Ihre wissenschaftliche Karriere begann dann auch an der Universität Wien. Da gibt es ein Buch zum Signieren, glaube ich. Die Karriere begann an der Uni Wien, wo sie 1991 als Professorin für angewandte Sprachwissenschaft berufen wurde. Ab Mitte der 2000er Jahre wurde sie dann an der Lancaster University tätig, wo sie schließlich Professorin für Discourse Studies war. Aktuell ist sie Visiting Fellow am IWM. Das Institut für die Wissenschaften von Menschen ist Mitveranstalter des Humanities Festival gemeinsam mit Time to Talk, dem European Network of Houses for Debate und dem Wien Museum wird dieses Festival veranstaltet. Von 1997 bis 2006 war Ruth Wodak zudem Direktorin des Wittgenstein-Forschungsschwerpunktes Diskurs, Politik, Identität. 1996 wurde sie als erste Frau mit dem Wittgenstein-Preis in Österreich ausgezeichnet. Das ist quasi der Forschungs-Oscar. In Österreich. Ruth Wodak ist eine der Gründerinnen bzw. eine der exponiertesten Vertreterinnen der kritischen Diskursanalyse und sie hat sich unter anderem intensiv mit der Vorurteilsforschung auseinandergesetzt. Schwerpunkte ihrer Forschung waren aber auch Identitätspolitik, Politik der Vergangenheit, speziell im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust. Sie hat sich mit Rassismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit in ihrer Arbeit beschäftigt. Das Thema Rechtspopulismus und Ausgrenzungsrhetorik fand in ihrem letzten Buch Politik mit der Angst zur Wirkung rechtspopulistischer Diskurse Eingang. Es wurde im vergangenen Jahr als Wissenschaftsbuch des Jahres ausgezeichnet. Um ihren wissenschaftlichen Output zu illustrieren, sie hat im Laufe ihrer Karriere mehr als 40 Bücher und über 200 Artikel in 8 verschiedenen Sprachen publiziert. Und diese herausragende wissenschaftliche Karriere wird in einer Woche am 8. Oktober im Bundeskanzleramt mit dem vom Frauenministerium vergebenen Lebenswerkpreis gewürdigt. Schon jetzt dazu herzliche Gratulation. Ja, Sie zeichnen in Ihrem Buch Politik der Angst den Weg rechtspopulistischer Parteien von den Rändern der politischen Landschaft in die Mitte nach. An welchen sprachlichen Aspekten lässt sich das nachvollziehen? Beziehungsweise wie hat sich die Sprache durch die rechtspopulistischen Parteien, die in vielen Ländern entweder regieren, mitregieren oder aber die Regierungen oft vor sich hertreiben, verändert? Naja, das ist eine große Frage, aber ich würde gern damit beginnen, abgesehen davon, dass ich sehr beeindruckt bin, dass so viele Menschen noch um 6 Uhr abends am Sonntag da sind und ich finde das ganz toll, Dankeschön. Aber es ist eine große Frage, ich glaube es ist wichtig, sich klar zu werden, dass es nicht nur um Sprache geht und zwar nicht nur jetzt um Sprache in Wort, Bild oder Schrift, sondern es geht um die Mischung oder das Zusammenspiel von Inhalt und Sprache.
Weil viele Strategien, also wir nennen das Strategien, die sprachlich angewendet werden, finden wir schon in der antiken Rhetorik. Also es gibt sehr viele Muster, die sind überhaupt nicht neu. Viele Politiker und Politikerinnen bedienen sich dieser Muster, aber sie kommen auch sonst im Alltag vor. Aber das besondere Zusammenspiel von ganz bestimmten Inhalten mit diesen Mustern, das macht die sozusagen Rhetorik oder den Diskurs des Rechtspopulismus aus. Und ich würde auch ganz gerne den Begriff Rechtspopulismus ein bisschen da zurechtrücken. Es gibt momentan eine große Debatte über den Begriff Populismus, Rechtspopulismus, Linkspopulismus und so weiter. Und man einigt sich momentan eher über den Populismus der radikalen Rechten oder der Rechtsextremen zu sprechen und sagt auch oft populistische radikale Rechte. Deshalb, weil Populismus jetzt ohne einen besonders ideologischen Inhalt strategisch von allen Politikern eingesetzt werden kann. Also jeder Politiker, jede Politikerin will Wähler, Wählerinnen gewinnen, setzt also das Wir ein und grenzt andere aus. Also das ist ein ganz normales Verfahren, wenn man zu Wahlen, bei Wahlen kampanisiert und Wähler gewinnen will, dann macht man sich selbst immer sehr gut und stellt sich sehr positiv dar und die anderen schlecht. Also dieses Wir, Sie, diese Dichotomie, dieser Kontrast, den finden wir überall, in jeder politischen Partei und über die Jahrhunderte. Also das ist sozusagen überhaupt nicht neu. Neu sind, jetzt um auf Ihre Frage zurückzukommen, die ganz besonderen Inhalte, die da zutage kommen. Und ich möchte da vor allem vier aufzählen, die ganz zentral sind und von denen ich meine, dass sie eben immer mehr normalisiert werden. Das heißt eben, dass in die Mitte gelangen, nämlich dass sie Tabus gebrochen haben, aber jetzt akzeptabel werden oder schon akzeptabel sind. Das eine ist einmal Nationalismus, ein ganz starker Nationalismus, der bis zu einer Blut- und Bodenideologie reichen kann, aber nicht muss. Also ein ganz starker Antipluralismus. Es wird also, man stellt sich ein bestimmtes Volk vor, das ganz homogen ist. Das sind die echten Finnen oder die echten Österreicher oder die echten Ungarn. Die spricht man an und die anderen grenzt man aus. Also es ist ein ständiges Einschließen und Ausgrenzen-Verfahren, wobei die Grenzen sich verschieben können. Ja, die sind nicht ein für alle Mal sozusagen, stehen nicht fest. Die können sich auch verschieben, je nachdem, wen man gerade einschließen will oder wen man ausschließen will. Wer kann dann auch ein Beispiel bringen? Die zweite Dimension ist das Anti-Establishment, Anti-Eliten, wobei auch da wiederum die Eliten ganz unterschiedliche sein können. Das können die Banken sein, aber das können die Liberalen sein, das können die Intellektuellen sein, das können die Journalisten sein, das können aber auch andere Politiker sein, das können die Privilegierten sein. Also auch da gibt es eine ganze Bandbreite, die da betroffen sein kann. Und das ist oft gepaart mit etwas, das nenne ich die Arroganz der Ignoranz. Ja, also wir sind sozusagen gegen die Eliten, der Common Sense ist wichtig. Wir wissen intuitiv, was gut und richtig ist. Das ist ein Bauchgefühl. Ja. Und Sarah Palin hat das, also wenn man ihr Buch liest, und sich das antut, ja, ihr Buch zu lesen, dann sieht man... Sie haben sicher stellvertretend für uns gelesen. Ja, ich habe das gelesen. Und die spricht also sozusagen von etwas, das sie Kitchen Economics nennt. Also jede Hausfrau muss sozusagen das Budget für den Haushalt machen. Wenn Hausfrauen das können, dann können sie auch das Budget der Vereinigten Staaten machen, ja, weil das kann man halt oder kann Frau einfach.
Man muss da nichts lernen, man muss nicht Ökonom sein oder man muss keine Erfahrung haben, man muss nicht Politiker gewesen sein, sondern diese Kitchen Economics, das ist also, das können wir eben nicht. Also dieses Ablehnen von Expertentum, von Intellektuellen, spielt eine ganz große Rolle. Die dritte Ebene, die hinzukommt, ist die Law and Order. Ja, also wir, nicht nur sind die Parteien recht hierarchisch strukturiert, mit sehr wenig Mitbestimmung auch in den Parteien, sondern es wird aufgrund imaginierter oder auch vorhandener oder auch übertriebener Ängste suggeriert, dass man immer mehr Sicherheit braucht. Ja, und ich habe vor 2 Tagen einen Flyer vom Kickl in die Hand gekriegt, also vom Innenministerium, wo drauf steht, wie man sich verteidigen kann. Ja, und das wird jetzt ausgeteilt werden. Da steht also in Zeiten der Gefahr, also weglaufen, sich wehren, 133 anrufen, sich schützen, also als ob wir jetzt täglich und ununterbrochen in Gefahr wären. Werden viele von Ihnen wahrscheinlich diesen Flyer irgendwann einmal begegnen. Aber diese Law and Order Politics, Lakoff nennt das auch die strenge Vaterpolitik, also metaphorisch gesehen, wir sind eine Familie, die Nation ist eine Familie, da ist ein Patriarch, also die Genderpolitik ist auch ganz, ganz anachronistisch, ganz traditionell. Dieser Patriarch steht über dieser Familie und ordnet die, also sozusagen streng. Ja. Und die vierte Ebene, die auch jetzt dann noch dazukommt, ist historischer Revisionismus, also ein Neuschreiben, ein Umschreiben von Geschichte. Das sieht man momentan ganz stark in Ungarn zum Beispiel, aber auch in Polen, in anderen Ländern. Oder auch, was teilweise aber nicht in allen Ländern vorkommt, aber in Skandinavien stark vertreten ist, was wir Welfare-Chauvinism nennen, nämlich wir sind durchaus sozial eingestellt, aber nur für uns, ja, also für das Volk, das hier ist, unser Volk, nicht für andere. Also ein völlig exklusiver Nationalismus, der sich auch auf die sozialen Einrichtungen und Benefits auswirkt. Diese Inhalte werden jetzt mit ganz bestimmten rhetorischen Mitteln, je nach Kontext, vermittelt. Das kann anfangen von ganz aggressiven Argumenten, auch persönlichen Angriffen, bis zu Slogans, also glaube ich, jedem hier sind die typischen FPÖ-Slogans von der Harmstadt Islam und so weiter bekannt. Also das Hervorheben von uns, von der Heimat, von wo schön ist, die grünen Berge. Wir hatten das ja gerade im letzten Wahlkampf ganz stark präsent. Und hingegen die anderen werden als dunkel, als anders und da gibt es jede Menge Adjektive und man kann also das beginnt also bei der Auswahl der Beschreibung und der Repräsentation von uns und den anderen bis zu ganz bestimmten Mitteln der strategischen Argumentation und der Auseinandersetzung, sagen wir in TV-Debatten oder Ähnlichem. Jetzt muss man allerdings sagen, wenn Sie sagen, zum Beispiel das Thema Heimat, Berge, grüne Wiesen und so, damit hat auch der Bundespräsident seinen Wahlkampf gewonnen. Ich möchte da zu der Frage kommen, ist Populismus per se immer schlecht oder gibt es auch einen guten Populismus? Also ich denke, dass Populismus als Strategie jetzt gesehen, dass man das uns anspricht, ja, dieses Ad Populum Argument verwendet, also das Volk anspricht, ist per se nicht schlecht. Ja, die Frage ist, wie definiert man dieses Volk? Ist das Volk, wenn das so arbiträr definiert wird, also blond und blauäugig oder und weiß, oder ist es divers, ja, ist es bunt? Und weil Sie da eben gerade Van der Bellens Wahlkampf angesprochen hat, das war
unglaublich geschickt, was er gemacht hat oder sein Wahlkampfteam gemacht hat, nämlich Begriffe umzubesetzen. Ja, also der Heimatbegriff wurde umdefiniert von einem exklusiven Begriff, also da gehören eben nur ganz bestimmte Leute zu der Heimat, selbst Österreicher, Österreicherinnen, die die Staatsbürgerschaft besitzen, aber nicht, weil sie über Generationen schon Österreicher und Österreicherinnen sind, sind nicht eingeschlossen, zu einem inklusiven Nationsbegriff und einem inklusiven Heimatbegriff. Van der Bellen hat gesagt, und Mieke hat das auch über Holland vorhin in ihrem Gespräch genannt, jeder, der hier wohnt und jede, die hier wohnt, gehört zu Österreich oder zu Holland. Und eben nicht jeder, der oder die die Staatsbürgerschaft besitzt oder so und so ausschaut oder diese Religion hat oder sonst also irgendein anderes bestimmendes Kriterium. Und das hat Van der Bellen in seinem Wahlkampf, glaube ich, sehr geschickt eingesetzt und hat damit Begriffe zurückgenommen, die aus der Nazizeit noch also ganz negativ konnotiert waren und hat sie praktisch neu besetzt. Ich denke, das war nicht nur geschickt, sondern ist auch eine ganz richtige Strategie, dass man sozusagen nicht bestimmte Bereiche nicht einfach aufgibt, sondern die wieder zurücknimmt oder überhaupt neu definiert und nicht den anderen überlässt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt populistisch war. Wahrscheinlich in gewisser Weise, weil er ein populistisches Argument auch neu eingesetzt hat. Und wenn man bei Chantal Mouffe war gestern, sie hat ja das auch klar gesagt, natürlich können populistische Strategien durchaus sinnvoll eingesetzt werden. Es kommt darauf an, wie das Gesamtprogramm und die gesamten Agenda ausschauen. Sie haben jetzt anhand des Heimatbegriffs beschrieben, dass man bestimmte Begriffe auch neu definieren kann, sich wieder aneignen kann aus einem bestimmten Bedeutungskontext, wo sie verankert sind. Ich möchte mit Ihnen eine konkrete Sprachsituation noch einmal durchgehen, die für einige Aufregung gesorgt hat. Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ hat im Zusammenhang mit dem Plan, Grundversorgungszentren für Asylwerber zu schaffen, davon gesprochen, dass die Menschen, die auf ein Asylverfahren warten, an einem Ort konzentriert gehalten werden sollten, um so die Verfahren zu verkürzen. Das war das Argument dafür. Jetzt war für viele dann sofort eine sprachliche Nähe zu den NS-Konzentrationslagern, die Vernichtungslager waren, da. Wieder andere hielten ihm zugute, ja, in einer Live-Situation vor einer Kamera kann es sein, dass man vielleicht zu einem Wort greift, das nicht das genau Richtige ist, das vielleicht nicht so gemeint war. Kickl selbst hat damals gesagt, auf die Konzentrationslager der Nazis angesprochen, schon diesen Vorwurf kann man als Provokation werten. Wie haben Sie diese Sprachsituation in einem öffentlichen politischen Kontext empfunden? Also, natürlich kann man jede Äußerung mehrfach interpretieren und es gibt nie die einzig richtige Interpretation. Ich glaube, das muss man ganz klar sagen. Bedeutungen entstehen immer dialogisch. Also jedes Buch, das Sie lesen, entsteht erst in dem Leseprozess in der bestimmten Bedeutung. Ja, also diese Dialogizität ist ganz wichtig. Das ist natürlich auch bei jeder Äußerung so. Jede Äußerung wird unterschiedlich verstanden, immer wieder auf dem Hintergrund unseres Wissens und unserer Erfahrungen. Wenn man jetzt, und jetzt komme ich zu Kickl, davon ausgeht, dass gerade in Österreich ein relativ großes kollektives Wissen besteht, was Konzentrationslager waren. Es gab ja schließlich auch auf österreichischem Boden Mauthausen mit all seinen Nebenlagern und nicht nur weit weg irgendwelche KZs. Und es wurde doch viel darüber, zumindest seit der Waldheim-Affäre, debattiert und geschrieben und geforscht und man lernt es auch in den Schulbüchern hoffentlich,
dann ist es doch so, dass ein kollektives Wissen besteht. Wenn man jetzt davon ausgeht, auch beim Herrn Kickl nehme ich an, weil er gilt ja letztlich auch als sehr educated, wie man so schön sagt, also sehr gut gebildet, dann weiß man das. Ja? Wenn, also für viele war dieser Zusammenhang sofort hergestellt, ja? Also vor allem auch in diesem Kontext, dass man eine bestimmte Gruppe von Menschen, eben Flüchtlinge, irgendwo sammelt, außerhalb der Städte, also sozusagen man will sie unsichtbar machen, man schiebt sie weg in ein Ghetto oder eben in ein Lager und man hält sie dort noch sozusagen konzentriert. Was soll das heißen? Also fesselt man sie oder werden sie dann ganz eng zusammengehalten? Also was soll dieser Begriff konzentrieren eigentlich insinuieren? Was soll der nahelegen? Welche Assoziationen? Also insofern ist es nicht zufällig, dass diese Assoziation entstanden ist. Ist natürlich so, dass manche junge Leute nicht mit diesem kollektiven Wissen aufwachsen. Also ich würde nie jemanden, ich würde es nicht für schlecht halten oder für falsch halten, wenn manche Jugendliche nicht diese Assoziation gleich haben, weil man auch nicht mit all dem Wissen oder den Erfahrungen der Eltern, die sind eben schon auch zweite oder dritte Generation, aufgewachsen ist. Also da gibt es sicher Generationsunterschiede und es gibt auch Bildungsunterschiede. Aber als sozusagen Innenminister ist diese überhaupt die Fantasie oder der Vorschlag dieser Ghettoisierung, ja, oder dieser sozusagen zwangsweise Anhaltung von Flüchtlingen schon bedenklich in gewisser Weise. Und dass da diese Wortwahl noch dazukommt, war nicht intentional, aber ist wahrscheinlich nicht unbewusst, nicht ganz zufällig. Und vielleicht darf ich da nur anfügen, es gab ja immer eine große Diskussion über die sogenannten Sager. Sie werden sich einige vielleicht erinnern, beim Haider hat man also immer über diese Saga gesprochen. Das ist ihm halt passiert. Ja? Also er hat halt im Parlament irgendwann über Straflager statt über Konzentrationslager gesprochen. Er hat irgendwann halt das über die Beschäftigungspolitik, das ist ihm rausgerutscht. Ja? Er wollte das nicht wirklich sagen und hat das nicht gemeint. Und dann gibt es immer so diese Vielzahl von Rechtfertigungen und versuchen, das zu verniedlichen. Aber wahrscheinlich sind diese Sager gerade in einer Textsorte, die geplantes Gespräch ist. Und Politik ist meist geplant. Und zwar sehr strategisch und wird ja auch von Spin-Doktoren und vorbereitet und die Slogans und getestet in Fokusgruppen und ich weiß nicht was. Wenn dann sowas passiert, deutet das eher auf Spontanität hin und auf das, was diese Menschen im Alltag meinen und sagen. Also das ist dann nicht ein Ausrutscher, sondern höchstwahrscheinlich etwas, was sehr oft im Alltag gesagt wurde. Apropos Macht der Sprache, ist es sehr verkürzt, wenn man sagt, die Sprache ist die wichtigste Waffe, oder vielleicht ist das zu martialisch, das wichtigste Instrument der Populisten im politischen Geschäft? Also ich denke, das kommt darauf an, wie weit man Sprache fasst. Ich würde aber ganz allgemein sagen, Sprache ist für jeden Politiker und für jede Politikerin ganz, ganz besonders wichtig, weil über Kommunikation vermittelt man politische Vorschläge, Agenda, Werte, all das, ja, Ideologien. Wenn sie nicht versprachlicht werden, bestehen sie ja nicht. Ja? Also das gilt ganz allgemein, deshalb ist vielleicht bei den Populisten oder Rechtspopulisten zu sagen, die haben das sehr schnell begriffen
Und gerade in Österreich weiß man, dass schon zu Zeiten von Haider die Funktionäre geschult wurden. Also mit dem neurolinguistischen Programm, NLP abgekürzt, wurden die Politiker, Politikerinnen tatsächlich geschult. Da gab es Trainings. Das haben viele andere Politiker erst viel später begriffen, dass man das eigentlich lernen muss, dass man sich vorbereiten muss, dass es gute Slogans gibt, dass man rhetorisch geschult werden sollte, bevor man sich in bestimmte Arenen begibt. Aber es ist sicherlich für jeden Politiker und Politikerin das wichtigste Instrument. Und ich glaube, dass in unserer visuellen Welt Bilder noch viel wichtiger geworden sind. Also ganz viel Propaganda, von wem überhaupt, wird jetzt über Bilder transportiert. In der Linguistik sind Bilder auch Sprache. Ja, also alles, was bedeutungstragend ist, ist Sprache. Aber Bilder vermitteln Metaphern noch viel stärker und sind wesentlich offener für Interpretation als Worte. Also insofern wird ganz viel jetzt mit Plakaten und dann auf Facebook und Twitter und weiß Gott was, also Bilder vermittelt, die sich sehr stark dazu verwenden lassen, Inhalte zu transportieren. Da möchte ich anschließen. Wie gesagt, wir sprechen heute vielleicht mehr denn je, ich sage Instagram, Facebook etc., auch über Bilder. Wie hat das denn die Sprache, auch die Komplexität von sprachlicher Auseinandersetzung, zumal in der Politik, verändert? Hat sie jenen auch ein bisschen mehr Sprachmächtigkeit gegeben, die mit Sprache im klassischen Sinn von Rhetorik vielleicht nicht so bewandert sind, die jetzt einfach bestimmte Statements mit Bildern oder Emojis oder sonst irgendwas ausdrucken können? Also ich denke, es kommt immer darauf an, wer Sprache verwendet. Und natürlich gibt es vielen die Möglichkeit, also auch mit Slogans und kurzen Phrasen und so, sich zu Wort zu melden und sichtbar zu werden, aber sie müssen ja sichtbar auch gemacht werden und sie müssen den Zugang zur Öffentlichkeit haben. Solange das nur also in kleinen Gruppen passiert oder drei Plakate irgendwo in die Höhe gehalten werden, ohne dass sie ins Fernsehen kommen oder in den Standard oder wo, ist nicht sehr viel Resonanz vorhanden. Das heißt, es ist immer die Wirkung von Sprache hängt eben ganz stark von der Macht der Sprechenden oder Schreibenden oder sonst was ab und von der Interdependenz mit den Medien. Also Politik ist auf Medien angewiesen und Politiker, Politikerinnen bekommen vor allem dann Macht, wenn sie in den Medien erscheinen und sichtbar gemacht werden. Und solange man nicht sichtbar ist, kann man zwar nette Bilder haben, aber sie bringen wenig. Also sie gibt zwar ein bisschen Macht, also Sichtbarkeit, wenn ich mit Emoticons irgendwas mache, aber eher sozusagen in einer kleinen Gruppe, aber nicht mit einer öffentlichkeitswirksamen Form, wo man also ein größeres Publikum erreicht, wo man beeinflussen will, wo man also eben Macht ausübt. Wie können oder sollen denn die anderen in so einem populistischen Diskurs darauf reagieren, wenn alles laut und undifferenziert ist? Werden die Leisen, die um Differenzierung bemühten, dann auch noch gehört? Wie sollen die antworten? Weil wenn alle nur noch schreien, wenn die einen laut sind und undifferenziert und die anderen versuchen noch lauter zu sein, wird uns das nicht wirklich weiterbringen. Also das spricht, was ist das Gegenrezept? Ja, das spricht einen ganz wichtigen Punkt an. Also mein nicht nur Eindruck, sondern unsere Forschungen beweisen das, dass also die Art der rechtspopulistischen Propaganda, der Äußerungen, der Themensetzung letztlich die Medien und alle anderen Parteien vor sich hergetrieben haben. Nicht nur jetzt im Sinn von laut durch Brüllen, sondern einfach durch ständiges Wiederholen, durch Skandalisieren, durch Provozieren aller konzentriert halten.
Da müssen also alle drauf reagieren, jeder muss was dazu sagen, dann verlangt man, dass sich der oder die entschuldigt, dann kommt keine Entschuldigung, dann kommt eine Kampagne, die jemand, dann stellen sich als Opfer dar. Also es gibt ein Muster, das immer wieder abläuft und alle sind in dieser Dynamik gefangen. Ja, ich nenne das in meinem Buch das rechtspopulistische Perpetuum mobile, weil das ununterbrochen läuft. Ja, ich meine, dass die einzige Möglichkeit ist, das zu durchbrechen, und das ist auch ganz wichtig, ist entweder nicht drauf einzugehen, also was auch Jan-Werner Müller gesagt hat, man lässt sie einfach ins Leere laufen, man muss nicht immer was sagen, man muss nicht alles auf der Seite 1 bringen oder man muss nicht zu jeder Äußerung sich gleich auch äußern, sondern man kann auch die eigenen Themen setzen und versuchen, die gut rüberzubringen und zu verkaufen. Und man kann auch kommentieren, also man kann sozusagen nicht mitbrüllen, sondern man kann sich auf eine Metaebene begeben und sagen, da mache ich jetzt nicht mit. Das, was Sie machen, das wiederholen Sie ununterbrochen, das habe ich jetzt schon verstanden, können wir jetzt inhaltlich darüber reden. Es kommt aber ein Punkt, und den habe ich selber in einigen Auseinandersetzungen also auch schon erlebt, wo solche Politiker, Politikerinnen oder solche Leute dann sagen, ja, Sie haben zwar recht, aber es ist mir egal. Also dann steht man irgendwie da und denkt sich, okay, meine Argumente werden zwar verstanden, aber es ist egal. Und was heißt das? Also aus meiner Warte heißt das, man lehnt Gespräch ab. Ja? Also man konstruiert letztlich eine parallele Welt, ja? Mit eigenen Bedeutungen, Wahrheiten, Bildern, alles Mögliche. Man ist überhaupt nicht mehr daran interessiert, sich auseinanderzusetzen. Man will weder verhandeln, noch einen Kompromiss, noch einen überzeugen, sondern es ist eine andere Parallelwelt und die will jetzt Macht bekommen. Und das erleben wir zum Beispiel in den USA ganz stark. Also es gibt jetzt praktisch zwei oder mehr Welten. Die eine Welt wird als Fake News bezeichnet, also die Trump sagt über die New York Times, Washington Post, CNN, alle diese Medien, das ist alles falsch, ist alles Fake News, braucht ihr euch eh nicht darum kümmern, und daher werden diese Medien auch nicht mehr wahrgenommen und die Fakten, die dort berichtet werden, sind Fake News. Dann will man aber auch nicht mehr kommunizieren. Und ich glaube, mit der Situation müssen wir uns wirklich auseinandersetzen, weil das ist die Spaltung, das ist tatsächlich eine Spaltung. Und mir ist selber nicht klar, ich habe kein Rezept, ja? Aber wie man das überwindet, dass man wieder ins Gespräch kommt, und zwar in ein Gespräch, wo man einander zuhört und auch respektiert und zumindest versucht zu verstehen. Ich glaube, dass, also wir können ja nicht überall jetzt therapeutische Gespräche beginnen. Also das, denke ich mir, ist wirklich ganz schwierig. Die USA sind ja im Grunde genommen auch ein Beispiel dafür, was wir heute von der Krise der liberalen Demokratien nennen. Inwiefern hat denn auch die Sprache der Politik dazu beigetragen, indem sie viele Menschen vielleicht schlichtweg verloren hat, weil sie nicht mehr verstanden wurde, diese Politik, diese Politikerinnen und Politiker? Ich denke, die Menschen, also verloren oder die das Gefühl haben und auch tatsächlich nicht partizipieren konnten, das ist nicht nur in den USA ein Problem, das ist in ganz Europa ein Problem, ist ein großes Problem, dass die sozusagen Eliten, also die Politik, die Medien und andere Eliten, nicht nur jetzt in einer anderen Sprache sprechen und nicht versucht haben, sich verständlicher zu äußern, sondern dass es vor allem wenig Partizipationsmöglichkeiten gibt. Und daran muss gearbeitet werden, nämlich
glaube ich, wirklich bottom-up. Also, dass es Möglichkeiten gibt, lokal und regional und in ganz unterschiedlichen Öffentlichkeiten zu partizipieren. Das kann natürlich nur in einer Sprache passieren, die allgemein verständlicher ist. Und da muss, und ich bin ja angewandte Sprachwissenschaftlerin, da muss ein Übersetzungsprozess stattfinden. Also wenn man EU-Resolutionen, es ist ja alles im Netz vorhanden, ja, man kann alles runterladen, man kann die ganze sozusagen Bürokratie und Gesetzesgebung der EU letztlich sich anschauen. Nur verstehen tun das sicher ganz wenige, ist voll von Abkürzungen, ist voll von Fachbegriffen, das ist ja auch klar, weil das ist ja auch Expertenmeinung und Expertise. Diese Expertise gehört heruntergebrochen in eine verständliche, aber nicht simplistische Form, sodass man sie auch im Alltag verstehen kann. Und das hat jetzt nichts mit Bildung zu tun, sondern das ist eben ganz bestimmte Themenbereiche. Wenn man nicht eingearbeitet ist, weiß man das nicht. Das ist ja ganz klar. Ich kann auch nicht mit Kernphysikern diskutieren. Ja, die sind natürlich in einer anderen Sprache, in einer Fachsprache. Das ist ganz klar geworden, zum Beispiel bei der Europäischen Verfassung. Es gab ja da sowohl in den Niederlanden wie in Frankreich Referenda, die die Europäische Verfassung abgelehnt haben, also den Vorschlag damals, 2003 war das, glaube ich, ungefähr, also nach dem Konvent oder 2004. Und dann hat sich jeder gefragt, warum, und das ist ja ganz schrecklich, und also wieso wollen die das nicht, das wurde doch so lang diskutiert. Man wollte es nicht, erstens, weil es viel zu wenig verständlich gemacht wurde, weil man innenpolitische Themen abgestimmt hat. Also das Bewusstsein, dass wir alle Europa sind, war nicht vorhanden. Und drittens, weil diese Verfassung über 200 Seiten lang ist. Und selbst wenn man sich runtergeladen hat, hat man das nicht verstanden und nicht gelesen, das Ganze. Das war ja eine völlige Überforderung. Ja, es war, ich würde sagen, als wenn ich eine Lehrerin wäre, würde ich sagen, Textverfehlung. Ja, das war einfach die falsche Form. Und man muss das ganz anders rüberbringen. Und da denke ich, könnten angewandte Sprachwissenschaftler oder andere, die viel Texterfahrung haben, sehr viel beitragen, sodass viel mehr Menschen an solchen Prozessen teilhaben könnten. Also mir gefällt zum Beispiel das irische Modell sehr gut, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, wo also jetzt gerade Abstimmungen waren über gleichgeschlechtliche Ehe und auch über Abtreibung, wo Partizipation über sehr lange Zeit, nämlich über ein ganzes Jahr, stattfindet unter 100 ausgelosten Menschen, völlig durch alle Berufsgruppen, Altersgruppen, Männer, Frauen und so weiter durch, die sich regelmäßig treffen und dann einen Bericht abgeben, der im Parlament mitbehandelt werden muss, also wo man das nicht schubladiert und dann erst das Referendum stattfindet. Das heißt, es ist nicht so eine Momentaufnahme, das Referendum, dagegen bin ich total. Also ich finde, die Direktdemokratie mit einer Momentaufnahme eines Referendums, wo man nicht gut vorbereitet ist, und das hat man ja beim Brexit gesehen, was das heißt. Aber diese Form der Partizipation ist letztlich ein unglaublich gutes Modell, und es wurden Bürger und Bürgerinnen auch interviewt dazu, wie sie das empfunden haben, diese Partizipation über ein ganzes Jahr, und die waren begeistert. Ja. Endlich haben sie teilgenommen, sie wurden angehört, sie haben so viel gelernt, die konnten sich Experten holen, also es war ein großartiges Erlebnis. Und insofern denke ich, dass Verständlichkeit, Partizipation lokal wirklich begründet werden muss und dann ernst genommen werden muss. Aber sozusagen dieser Slogan, den wir immer hören, wir müssen jetzt endlich den Leuten zuhören und wir müssen endlich ernst nehmen, ja, das hat sich abgelutscht. Ja, das ist, also dann macht es es, ja, oder dann redet es verständlich, dann was passiert dann? Ja, das ist auch schon so ein
Slogan geworden, der überhaupt keine Bedeutung mehr besitzt. Machen wir eine kleine angewandte Sprachwissenschaft oder sezieren wir Donald Trumps Sprache mit Ihrer gerne. Hilfe? Seit Donald Trump US-Präsident ist, hören wir in der obersten Liga der internationalen Politik eine, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftige oder zumindest irritierende Sprache. Als Sprachwissenschaftlerin gefragt, wie würden Sie denn Trumps politische Sprache beschreiben, beziehungsweise was sagt sie über seine Vorstellung von Politik, aber auch Diskurs mit der Öffentlichkeit und mit Wählerinnen und Wählern aus? Also Trumps Sprache ist sehr, wirklich sehr interessant, und es gibt natürlich jetzt schon x Untersuchungen dazu, nicht nur von Sprachwissenschaftlern, sondern natürlich auch von politikwissenschaftlicher Seite und so weiter. Es ist eine echte Herausforderung, denke ich, zu verstehen, warum sie so gut ankommt. Und ich habe mir da also einiges angeschaut, und es gibt also ein paar Punkte. Erstens ist Trump ein geschulter Entertainer. Ja, er kommt aus der Entertainment-Branche, der hat also jahrelang eine Fernsehsendung gehabt. Weiß nicht, ob Sie die je gesehen haben. Ich habe sie mir in England ein paar Mal angeschaut. Und das kann er. Wenn Sie sich eine Wahlrede von ihm anschauen und damals, also wie er Wahl gekämpft hat, dann hat er mal am Anfang die Leute zum Lachen gebracht. Ja? Und die waren also gleich in so einer Gefühlswolke eingefangen, ja? Also unglaublich persuasiv, charismatisch, hat er die einmal angesprochen und sie zum Lachen gebracht. Ja? Also das war schon einmal ein strategisch guter Beginn. Dann hat er eine Sprache, die relativ simpel ist, er wiederholt die Worte sehr oft, das Lexikon ist sicher sehr klein, wurde auch schon angeschaut, also vor allem auch im Vergleich zu Hillary Clinton und zu anderen Wahlkämpfenden damals, und er war sehr repetitiv. Also, und das wissen wir nicht erst seit Goebbels, sondern schon viel länger, dass Wiederholung sich sehr gut eignet. Er hat also seine bestimmten Slogans, also nicht nur America Great Again, sondern auch was er da mit der Mauer und den Bad Mexicans und so weiter, aber auch Hillary und Prison und so. Also er hat bestimmte Slogans immer wieder wiederholt, und sie haben sich verselbstständigt. Ja? Also die Leute haben das einfach dann weitergetragen. Also das Take her to prison, ja, das ist ja wie eine Mantra dann, hat sich vervielfältigt. Dann ist er sehr, würde man sagen, wie im Alltagsgespräch. Er redet zu einem und nicht, wie viele Leute gesagt haben, herunter. Ja? Also das wurde auch bei UKIP, also bei Nigel Farage, ganz stark bemerkt. He's one of us, ja? Er ist einer von uns. Also Nigel Farage sitzt im Pub, trinkt Bier, ja, hebt dann noch das Bierkrügel so herauf, raucht, ja? He's one of us und redet dann auch zu uns und nicht herunter zu uns. Ja? Also er wurde nicht als elitär empfunden, obwohl er natürlich absolute Elite, der Geldelite und so angehört. Er hat die Leute mit ihrer Sprache, mit ihrer Alltagssprache gefangen. Und das ist eine Kunst. Ja? Also ich denke, das ist nicht zufällig, bei allem, was man sonst über ihn sagen kann, ja? Also mit den Tweets und sehr geschickt, also Tweets, diese Tweet-Diplomatie und die Tweet-Politik, die hält ja alle in Atem. Das ist ja, mir hat ein Reporter von den Financial Times gesagt, er musste sich komplett umstellen, ja, also Auslandskorrespondent in New York. Also man schaut in der Nacht, wenn man aufwacht, hat er schon wieder was getweetet. In der Früh schaut man, was ist der neueste Tweet. Also Politik ist nur mehr sozusagen Sekunde
komplett beschleunigt und sozusagen ein Journalismus, wo man recherchiert, ja, Interviews macht, alle sozusagen seriöser Journalismus ist sehr schwierig durchzuhalten, weil man überschwemmt wird von diesem, von dieser beschleunigten Tweet-Politik. Also das sind alles so Dimensionen dessen, was Trump macht. Und dann haben wir mal 4 Reden von ihm mir genau angeschaut, wo er begründet, warum die Mauer gebaut werden muss, ja, die Mauer zwischen USA und Mexiko. Und die sind auch wiederum unheimlich ähnlich, ja, sind alle nach einem Muster aufgebaut. Und was man sieht, ist, dass Trump ein großes Argument durchführt. Und das ist ganz simpel. Ja, die Mexikaner kommen, das sind schlechte Leute, die schicken uns vor allem die Kriminellen und die, die hier also auf unseren Benefits leben wollen, dann nehmen sie uns auch die Jobs noch weg. Warum sollen wir denen Geld geben und nicht den Veteranen? Dann werden die Veteranen ins Spiel gebracht und die Veteranen sind eine ganz wichtige Wählergruppe in den USA. Die Kriegsversehrten und also die Gruppe der Soldiers, also die werden dann sozusagen gegeneinander ausgespielt. Ja, also diese eigentlich eine Instrumentalisierung von Neid und Ressentiment, die da passiert. Dann kommt ein weiteres Argument, diese Mexikaner sind auch gefährlich. Und dann bringt er in diesen allen 4 Reden plötzlich ISIS hinein. Nun hat ISIS überhaupt nichts mit Mexiko zu tun. Ja? Das ist ja irgendwo im Irak oder in Syrien oder irgendwo, aber er vergleicht sie. Also sie sind gefährlich. Also nicht nur sind die Mexikaner schlecht und nehmen uns die Jobs weg und vergewaltigen möglicherweise auch unsere Frauen, sondern Terror. So, nachdem er das aufgebaut hat, sagt er, ich komme jetzt und werde euch retten, weil wir bauen jetzt diese Mauern und durch diese Mauern schütze ich euch. Und damit wird diese Retter, sozusagen dieser Topos angesprochen, der in allen rechtspopulistischen Parteien ganz stark vorhanden ist. Also ich komme jetzt, rette euch, bewahre euch, schütze euch. Ja. Und daher Schluss dieser Argumentation, wir brauchen diese Mauer. Ja? Und das ist als Argument, wenn man so runterbricht, ja, sehr simpel. Ja? Und es hat natürlich unglaublich viel Fehlschlüsse, weil ISIS mit Mexiko und so, das passt ja alles nicht. Aber wenn er das so rüberbringt und immer wieder wiederholt, und das wird dann in den Medien wiederholt, das wird in Fox News wiederholt und so weiter, das gräbt sich ein. Ja? Das ist bekommt eine unglaubliche Dynamik und dann glaubt man das. Ja? Und daher braucht man diese Mauer. Ja? Ich möchte Ihnen noch eine Frage stellen, bevor Sie dann mitreden können beim Thema die Macht der Sprache. Muss natürlich das Publikum auch zu Wort kommen, aber eine Frage möchte ich noch stellen. Ein in diesem Zusammenhang oft vorgebrachtes Argument oder auch als Vorwurf an die politische Linke formuliert ist ja, dass sie durch die Konzentration auf Sprache oder auf Identitätspolitik den Rechten oder den nicht politisch Korrekten das Feld aufbereitet habe. Da ist dann auch die Rede von Sprachpolizei etc. Ist da vielleicht auch was dran? Wo ziehen wir denn die Grenze? Ist Sprachkritik vielleicht ein Stück weit auch ein Luxus, den sich jene, die um sehr existenzielle Themen kämpfen in ihrem Leben, vielleicht gar nicht nachvollziehen können und deswegen den Populisten, die ihnen zwar auch nicht helfen, aber so tun, in die Arme laufen? Also ich denke, auch da kann man das nicht generell positiv oder negativ bewerten, aber man sollte sozusagen die Kirche im Dorf lassen. Das heißt, diese Art differenzierter Sprachkritik, wie sie manchmal gemacht hat, sicherlich nicht immer und überall. Also wenn es um Wahlkämpfe geht, dann geht es um ganz bestimmte Themen und um Programme und man muss auch wissen, was das Ziel ist. Und ich denke, dass da manche linke Gruppen und Parteien
sicherlich Fehler gemacht haben. Also entweder, dass sie untereinander sich einander bekämpfen, weil es dann um das ganz richtige Programm und das, die genaue Formulierung geht und das Ziel aus den Augen verlieren, nämlich da ist ein anderer, gegen den man ja gewinnen will. Das ist bekannt aus Frankreich, dass da also unter den Linken immer ganz große, diverse, interessante, theoretische Diskussionen sind, aber zu einem Wahlerfolg verhelfen sie dann nicht. Und ein anderer Punkt, über den ich auch viel nachgedacht habe und bin neugierig, was andere dazu sagen, ich denke, viele Linke haben, und das sieht man auch, wenn man die Plakate analysiert, entweder viel zu komplexe Inhalte auf diesen Plakaten, ja, und kein Mensch geht zu einem Plakat nahe ran und liest das dann 3 Minuten lang von oben bis unten, sondern fährt bei Plakaten vorbei, üblicherweise. Und auch da muss man sich genau überlegen, welchen Text verwendet man da. Und da sind komplexe Sätze und komplexe Argumente sicher nicht gefragt auf den Plakaten. Die sind gefragt im Wahlprogramm oder wenn man Zeit hat, das gut zu erklären. Also da könnte man sicher besser werden. Und das Dritte, denke ich auch, dass dieses manchmal übersteigerte politische Korrektsein, und ich würde gerne nur in 2 Sätze dann noch zum politischen Korrektsein sagen, nämlich, dass man alles immer ganz genau auf den Punkt bringt, müsste dann in diesem Sinne des totalen Purismus auch manchmal pragmatisch gesehen werden. Also man muss kontextorientiert sich überlegen, was mache ich wo, wann und mit welcher Wirkung. Also eigentlich diese 6 Ws, die man in der Kommunikationstheorie lernt, die sollten man auch anwenden. Es hat nicht immer Sinn, alles überall so zu machen. Und man sollte auch nicht das Ziel aus den Augen verlieren. Also da haben Sie recht, da sind Fehler gemacht worden, das ist, glaube ich, sofort. Und es ist aber auch so, dass politische Korrektheit, glaube ich, falsch verstanden wird. Also viele verstehen darunter, dass man also nur das große I jetzt schreibt oder nicht schreibt oder sonst was. Politisch Korrektheit ist entstanden in den USA in der Zeit der Civil Rights Movement und da ging es darum, diskriminierten Gruppen den Zugang zu höherer Bildung zu ermöglichen. Und es war ganz wichtig damals, erstens, also im Zuge der Affirmative Action, mehr Frauen, mehr Minderheiten an die Universitäten zu bringen, in andere Ausbildungsstätten und zweitens, diesen Gruppen auch zu ermöglichen, die Benennung sich auszusuchen, wie sie benannt werden wollen. Also es ging vor allem darum, diskriminierende, wirklich verhetzende Benennungen zu beseitigen, ja, dass man eben nicht mehr das N-Wort sagt, sondern dass die Schwarzen sich damals gesagt haben, bitte, wir wollen African American oder was auch immer genannt werden und nicht anders. Und das fand ich immer und finde ich auch jetzt noch völlig legitim und eigentlich eine Sache der Höflichkeit. Das ist überhaupt das ist eigentlich selbstverständlich, dass man Menschen so bezeichnet und benennt, wie sie das selber wollen. Und die politische Korrektheit heute und wie sie auch dann von den Rechten erst in Amerika und dann auch in Europa verwendet wird, wendet sich ja vor allem gegen die geschlechtergerechte Sprache, interessanterweise, weil das so ein hochemotionales Thema ist, und gegen viele Dinge, die mit dem Ursprung dieser Bewegung überhaupt nichts zu tun haben. Vielen Dank. So, jetzt sind Sie dran. Da sehe ich die erste Hand, die sich traut. Christine Safitsch, Sozialwissenschaften. Ich danke für den sehr umfangreichen, interessanten und informativen Vortrag. Und ich habe jetzt eine Frage, und zwar, es ist die Sache der Angst mit der Macht der Sprache noch nicht so zur Sprache gekommen. Wie weit
hat die Macht der Sprache eben auch mit angstmachenden Inhalten zu tun? Also, soll ich gleich antworten? Ja. Also bei den rechtspopulistischen, auch Rechtsparteien, wird sehr viel mit Angst gearbeitet. Ja? Und wir leben in einer Zeit, wo Angst sozusagen Priorität besitzt. Und zwar von Angst vor ganz vielen Dingen, die man dann benutzt, um diese Ausgrenzung, Diskriminierung, Ghettoisierung, alles Mögliche zu rechtfertigen, alle möglichen Maßnahmen, um die eben draußen zu halten. Das hängt sehr stark damit zusammen, ich habe das am Anfang gesagt, mit der Definition des Wir und Sie. Wir wollen diese Sie nicht, die man da also auch unterschiedlich definieren kann, weil sie gefährlich sind. Und dadurch kreiert man Sündenböcke, die scheinbar für ganz komplexe Probleme zuständig sind. Also man insinuiert sozusagen, wenn wir die Migrantinnen loswären, dann hätten wir keine Finanzprobleme oder dann irgendwie, also dann gäbe es keine Ungleichheit oder irgendwelche ganz großen sozialen Probleme wären. Beispielsweise momentan sind die sogenannten illegalen Migranten, das ist überhaupt ein völlig falscher Begriff, an allem schuld. Wenn es die nicht gäbe, hätten wir kein Problem, nicht? Also ich habe das versucht ein bisschen mit dem Trump und der Mauer zu machen. Ja? Also wenn wir diese Mexikaner draußen lassen, vor denen man Angst haben muss, weil sie die Jobs wegnehmen und so gefährlich sind und so weiter, dann haben wir das Problem gelöst und America is great again. Also diese einfache Argumentation wird benutzt, um sich selber dann als Retter der Nation auch darstellen zu können. Gregor Flock, ein Philosoph, zwei Kommentare. Die Frau Nimmerfall hat gesagt, oder von einer Krise der Demokratie in den USA gesprochen. Ich fürchte, das ist ein bisschen ein Understatement. Es gibt nämlich eine Princeton-Studie aus dem Jahr 2014, aus der hervorgeht, dass die untersten 70% der Bevölkerung von der Einkommensschicht eigentlich überhaupt nichts mitzureden haben und dass die USA richtigerweise als Oligarchie zu bezeichnen sind. Das ist bereits auch unter der Amtszeit Obama passiert. Also das ist jetzt nicht alles neu mit Trump hereingekommen, möchte ich auch noch wichtig hinzuzufügen. Ein weiterer Kommentar an die Frau Wodak. Sie haben ja auch davon gesprochen, dass CNN und MSNBC so eher die demokratischen Medien, sage ich mal, die halt für die demokratische Partei eher, oder die der demokratischen Partei eher wohlgesonnen sind, dass die von Trump beschuldigt werden. Dass diese Beschuldigungen sind ja sicher größtenteils aus der Luft gegriffen, aber andererseits gibt es eben auch den Hintergrund, dass eben eigentlich alle Mainstream-Medien, egal jetzt ob eher Republikaner oder demokratenfreundlich, sozusagen die zum Beispiel die Erfüllungsgehilfen des Military-Industrial-Complex sind. Also wenn man sich die Berichterstattung zu Syrien anschaut, und von daher hat das eben schon noch einen ja nicht ganz unrichtigen Hintergrund, wenn Trump die Mainstream-Medien als Lügenmedien hinstellt. Also wenn Sie darauf antworten. Also ich denke, dass Medien auf jeden Fall ökonomisch auch zu sehen sind und von wem sie finanziert sind und wer diese, dass sie auch natürlich Leserschichten ansprechen müssen. Aber gerade in Bezug auf Trump, ja, und auf seine unglaubliche Menge von Unwahrheiten gibt es so eindeutige Faktenchecks, dass es also völlig falsch wäre, da von Fake News bei diesen Zeitungen zu sprechen. Ich habe eine Zahl mit, ja? Nämlich die Faktenchecker der Washington Post haben mit Stand 2. Juli 2018 Trump 3.200 Falschaussagen seit dessen Amtsantritt im Jänner 2017 nachgewiesen. Im Schnitt sagt er 77 Mal am Tag die Unwahrheit oder etwas, das faktisch falsch ist. Und es wird mehr, lautet der Befund. Die liefern täglich Neues. Bitte, jetzt bin ich Ihnen. Ich habe schon gesagt. Ich denke, das sollte man auf keinen Fall außer Acht lassen, wer Medien finanziert, also auch in Österreich. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und dass selbstverständlich Blattrichtlinien davon beeinflusst sind. So, das Mikrofon ist in der Reihe 3. Heinz Kumpf, ich wollte einen Mechanismus aufzeigen, von dem ich glaube, dass er stimmt, nämlich
wenn jemand wie der Trump solche Vereinfachungen transportiert, dann heißt das ja im Endeffekt, wenn er die Mauer gebaut hat, dann hat er das Problem gelöst. Dann braucht er aber ein neues Problem, das er wieder so transportieren muss, damit er seine Position erhält. Irgendwann kriegen die ja ein Problem. Irgendwann gibt es ja das Problem, jetzt, was mache ich jetzt, wenn, also ich sage jetzt mal FPÖ, wenn alle Asylanten weg sind, was im Endeffekt gar nicht so von der Hand zu weisen ist, dann wer ist dann der Nächste? Das kann ich Ihnen sagen, das sind die Ausländer, die hier leben. Ja? Also die sozusagen der Fokus kann sich ja leicht verschieben. Nicht? Also wenn wir jetzt, wie wir wissen, die Zahl der Asylbewerber zurückgeht und der Flüchtlinge zurückgeht und man dieses Thema am Köcheln halten muss, damit man also die Wählerschaft, von der man annimmt, wo das greift, weiter zufriedenstellt, dann schwenkt man dann auf die Leute ein, die hier leben. Und das haben wir ja jetzt gerade schon gesehen. Also bei diesem E-Mail, das da geleakt wurde und eben die kritischen Medien angreift, ist ja auch drinnen, dass man bevorzugt Sexualverbrechen berichten soll und auch, und das finde ich ja ganz unglaublich, weil das widerspricht den EU-Richtlinien und den Medienrichtlinien und den Antidiskriminierungsrichtlinien und allem Möglichen, dass man jetzt bei Verbrechern oder bei Tätern, Täterinnen sagen soll, woher die kommen und welcher ethnischen Gruppe sie angehören oder welcher Nationalität sie haben. Und das wurde ja endlich abgeschafft. Ja, das war ein großer Erfolg, den wir hatten, also in der Bekämpfung von Vorurteilen, dass man das nicht tut, dass das einfach Herr X und Frau Y ist und nicht der türkische oder afghanische oder jugoslawische oder sonst was. Und einfach diese, das ist genau also schon ein erster Schritt, das nächste Problem zu schaffen. Ja, und ich denke, das kann man lange spielen. Also man kann immer neue andere schaffen, weil das arbiträr immer wieder konstruiert werden kann. Die Gruppe der anderen ist flexibel, die kann man immer wieder neu schaffen. Man kann, wenn es keine Flüchtlinge mehr gibt, die Menschen, die hier sind, dann kann man vielleicht die Roma, dann kann man die Juden, ja, dann die Muslime, die hier sind. Also man kann immer wieder eine neue Gruppe ausgrenzen. Und das funktioniert. So, eine Wortmeldung haben wir noch. Ja, Louis Herrmann, ich wollte noch wissen, Sie reden ja gerade von dieser Gegenwelt oder Parallelwelt, die hier sprachlich aufgebaut wird. Bis zu welchem Grad kann man die denn aufbauen? Kann man das über Jahre, die Mauer, die nie gebaut wird, aber immer das Problem bleibt, wie verhält sich das? Also das ist schwer zu sagen. Es hat solche Parallelwelten natürlich schon früher gegeben. Das ist ja nicht so, das will ich schon betonen, ist alles nicht so neu. Ja? Es ist nur neu in einem anderen Zusammenhang und es ist neu jetzt eher in demokratischen Systemen, die gefährdet sind, ja? Dass sie illiberal oder sozusagen untergraben werden. Natürlich hat es solche Parallelwelten in totalitären Systemen immer schon gegeben. Also die Langue du Bois, die typische Sprache, die in den früheren kommunistischen Ländern geherrscht hat, da war eine absolute Parallelwelt aufgerichtet. Ja, also in den Medien und so öffentlich stand ganz was anderes, als was eigentlich jeder tagtäglich erlebt hat. Genauso in der Nazizeit, ja, also in den Diktaturen, und das wird sicherlich auch jetzt in Diktaturen weiter praktiziert. Das Neue ist, dass jetzt durch diese Vielfalt an Medien und unterschiedlichsten Medien und auch durch die Möglichkeit, diese Resonanzräume, diese Echo Chambers sich zu bilden, man wirklich nicht mehr auf Fakten zugreifen muss. Und überhaupt sich nicht, also man muss sich gar nicht kümmern, um was steht woanders, weil man sich nur in diesen Blasen auch bewegen kann.
Und wie lang das aufrecht zu erhalten ist, kann ich nicht sagen. Also, weil es scheint ganz gut zu funktionieren. Gut, dann machen wir hier einen Punkt. Oder eine Frau. Ja, Sie haben. Wo ist das Mikrofon? Eine letzte Frage nehmen wir noch. Ich sag's dann, ja. So, danke schön für diese Gelegenheit. Ein bisschen weg von Trump und Politik und so. Es ist interessant für mich als Übersetzerin, dass die eigentlich offizielle Übersetzung von Ausländer oder Fremden auf Englisch ist Alien. Ja, if you go to the Aliens office to register. Also ich finde, es ist sehr, ich weiß nicht, wer mit diesem Begriff also gestartet hat, aber ich finde, bei einem Begriff ist natürlich die Assoziation sehr wichtig. Und bei Ausländer, es ist relativ harmlos, also jemand, der aus dem Ausland kommt. Fremde geht ein bisschen weiter, aber es ist ein sehr alter Begriff, kann auch ein Gast sein. Aber für mich Alien, da denke ich an kleine grüne Männchen. Und ja, die Grundassoziation ist irgendwie etwas, wovor man Angst bekommen muss oder kann. Ich habe keinen besseren Vorschlag, aber ich hätte gern Ihre Meinung dazu. Also das Port. Ist ein schönes, also schön unter Anführungszeichen Beispiel, wirklich wie man mit Begriffen bestimmte ideologische Bedeutungen und Konnotationen schaffen kann. Also warum man statt Alien nicht fremd sagt oder zugewandert oder es gibt ja jede, also andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel, was mir sehr imponiert hat, und weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, in Schweden spricht man überhaupt nicht von Migranten, sondern von Neuankommenden. Ja, das finde ich ja irgendwie einen netten Begriff. Ja? Die sind halt jetzt neu da. Ja? Während zum Beispiel Migrant ja schon so belastet ist, also vor allem durch diese negativen Zuschreibungen, dass man sie ja kaum mehr verwenden kann, obwohl es sozusagen ein klares Konzept ist. Also das mit Alien, dass man nicht nur Foreigner sagt, wäre doch eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Vielen Dank, Ruth Wodak. Damit sind wir am Ende dieser Gesprächsrunde angekommen. Wir schließen damit aber auch den Vorhang quasi zum heurigen Vienna Humanities Festival. Ich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Ich danke Ihnen, Frau Wodak, für das interessante Gespräch. Wenn Sie mögen, Sie können das Buch von Frau Wodak, Politik mit der Angst zur Wirkung rechtspopulistischer Diskurse, kaufen. Es liegen hinten Exemplare auf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke fürs Dasein. Kommen Sie gut nach Hause. Alles Gute. Auf Wiedersehen. Applaus